Die Wintersonnenwende 2023 bringt neue Energie ins Bewusstsein der Menschen. Wie du diese Aufbruchsenergie für dich nutzen kannst und was das für Deutschland, Österreich und die Schweiz bedeutet, erfährst du gleich. Herzlich willkommen am Ende des Jahres zu einem neuen spannenden Video mit einer Vorschau in das nächste Jahr. Die Wintersonnenwende um den 21. Dezember herum ist immer eine besondere Zeit. Die Tages- und Nachtgleiche, die etwas Rückblickendes, Abschließendes in sich hat und auch etwas Vorausschauendes und in jedem Fall etwas Veränderliches. Nicht nur die Länge der Tage und der Nächte ändert sich ab diesem Zeitpunkt, sondern es ist immer ein Start in eine neue Entwicklungsebene und für uns eine Möglichkeit, die Energien greifbarer zu machen und unsere eigene Schwingung auf die Schwingung des Kosmos auszurichten. Und da hilft uns das Horoskop, in dem Fall das mundane Horoskop von dieser Zeitqualität, wenn die Sonne auf 0 Grad im Steinbock steht. Was erwartet dich in diesem Video? Wir sehen uns das Quartalshoroskop an von Dezember 2023 bis März 2024. Wie sehen wir die Sonnenwende im Horoskop? Welche Auswirkung hat das Ganze auf Deutschland, auf Österreich und die Schweiz? Und welche Chancen bringt diese neue Zeitqualität für uns persönlich im Vergleich mit dem persönlichen Horoskop? Da kannst du dir heute wieder ganz konkrete Tipps mitnehmen für dich. Zu guter Letzt habe ich noch ein Geschenk für dich vorbereitet. Dazu später. Jetzt starten wir gleich hinein ins Video. Du siehst hier das mundane Horoskop, das heißt nicht von einer Person, sondern die Qualität eines bestimmten Zeitpunkts, in dem Fall der Wintersonnenwende. Und die sehen wir im Horoskop immer anhand der Sonne, wenn sie auf 0 Grad im kardinalen Zeichen Steinbock steht. Das ist heuer am 22. Dezember der Fall gewesen, um 4.28 Uhr in der Früh. Und ich habe drei Horoskope erstellt, um den Unterschied klarzumachen. Welche Auswirkung hat es auf Österreich, auf Deutschland, auf die Schweiz? Es ist ähnlich, daher fassen wir Deutschland und Österreich zusammen. Für die Schweiz sind einige Unterschiede enthalten. Auch die werde ich euch heute zeigen, bevor wir dann zum persönlichen Horoskop gelangen. Also es ist kein Länderhoroskop, aber es ist auf die Hauptstadt des jeweiligen Landes berechnet. Dadurch erhalten wir einen Aszendent, den Sonnenstand durch den Tag. Der Aszendent errechnet sich durch die Uhrzeit und auch durch den Ort und in dem Fall die Hauptstadt. Wir haben hier das Horoskop von Deutschland. Ich blende dir nun beide ein, von Deutschland, Österreich und Schweiz, dass du mal einen Überblick hast, wo sind die Unterschiede, was ist gleich in den Horoskopen. Und da sehen wir, dass Deutschland und Österreich fast dieselbe Häusereinteilung hat, bei der Schweiz einige Punkte unterschiedlich sind. Daher starten wir jetzt mal mit Deutschland und Österreich, um herauszufinden, was steht uns bevor. Womit können wir rechnen und welche Chancen sind enthalten? Ich sehe Astrologie nicht als fix festgelegtes Zukunftsorakel, sondern eine Möglichkeit und eine sehr große Chance, Zeitqualitäten besser zu erkennen und mit den eigenen Vorhaben in Übereinstimmung zu bringen, dadurch wieder eine Veränderung in Gang zu setzen. Denn jede Minute, jede Sekunde sind Entscheidungen zu treffen, die wiederum Folgen haben. Daher sollte die Frage nicht lauten, was passiert, welches Schicksal erleiden wir, sondern wie können wir mitgestalten, welche Qualitäten können wir nutzen. Wir sehen hier einen Aszendent Skorpion, da geht es um Veränderung und Transformation. Was besonders ist und jedes Jahr anders ist, ist die Aufteilung der Planeten in den Häusern. Und hier sehen wir auf einen Blick, dass im unteren Bereich alle Planeten versammelt sind. Hier die grauen Symbole sind karmische Faktoren, aber wenn wir von den 10 Planeten ausgehen, so sind alle im unteren Bereich versammelt, nur einer taucht ins Licht auf. Wenn du ein Horoskop ansiehst, so hast du diese Hauptachse Aszendent und Deszendent und im unteren Bereich ist das Unbewusste, auch der dunkle Bereich und im oberen Bereich das Bewusste und der helle Bereich. Weil eben hier der Sonnenaufgang symbolisiert wird und hier Mittag, daher hier die dunkle Zeit des Tages. Was bedeutet, dass wir uns mit den Schattenthemen auseinanderzusetzen haben, mit den dunklen Zeiten und mit allem, was versteckt ist? Vorwiegend mit Informationen und Nachrichten hier im dritten Haus. Pluto gehört zu Skorpion, daher sehen wir uns dieses Feld an. Pluto sind die Manipulationen,
durch Sprache und Schrift. Es ist Propaganda. Speziell die Jugend ist betroffen, da das dritte Haus die Jugend symbolisiert und auch von der Ausbildung her die Grundschule. Das heißt, Kinder, die ihre Zeit in einer solchen Einrichtung verbringen müssen, sind diesen Manipulationen vermehrt ausgesetzt. Daher der Hinweis, da genau zu achten, wie sind diese Lehrmittel gestaltet, was wird vermittelt, was wird gesprochen. Gerade in den letzten Jahren haben wir ja unfassbare Dinge erleben müssen, speziell in Bezug auf Kinder in der Volksschule, welche unter Anführungsstrichen pädagogische Arbeitsblätter, die bekommen haben, um die Kinder auf Schiene zu bringen. Genau diese Dinge werden nun fortgesetzt. Hierbei ist ganz genau darauf zu achten und wenn jemand Kinder oder Enkelkinder in diesem Alter hat, einfach auch mit den Kindern darüber zu sprechen, da mal drüber zu schauen, was ist damit gemeint, was könnte eine andere Sichtweise sein, einfach offen mit den Kindern darüber zu sprechen, das wäre eine gute Idee, damit die Kinder nicht in diesem Einheitsbrei versumpern, sondern sich ihre eigene Meinung bilden können, denn das ist zur gleichen Zeit die Chance dahinter. Und nicht nur Kinder betrifft das, sondern auch uns alle, denn das dritte Haus sind die Nachrichten, ist das Wissen, das uns zugetragen wird, das Hören und das Sehen, ganz genau darauf zu achten. Welche Information wird uns zuteil? Wie wird sie formuliert? Und steht das in Zusammenhang zu dem Ereignis oder wird das schwerstens übertrieben? Es geht wirklich um einzelne Wörter. Man kann ja sagen, es ist ziemlich heiß draußen oder ziemlich kalt draußen oder man kann sprechen von einer Hitzewelle oder Kältewelle. Man kann von einem Kälteschock oder Kältekatastrophe oder Hitzekatastrophe sprechen. Und da gibt es ja verschiedene Wörter, die verwendet werden, die in keinster Weise das ausdrücken, was passiert, sondern extrem übertreiben, um wiederum Angst zu erzeugen. Und Angst macht steuerbar. Angst lässt Teile des Gehirns aussitzen und daher dagegen zu steuern. Und jede Information, auch wenn sie sich richtig und korrekt anhört, noch einmal zu hinterfragen und zu schauen. Ein kleines Beispiel. Ich bin ja oft in Spanien und es war in den letzten Tagen wieder die Nachricht in den sozialen Medien, dass es eine Hitzewelle gibt. Wir hatten das im Vorjahr erlebt, dass genau diese Nachrichten kamen und wir waren gerade in Spanien. Und da haben mich einige Leute angeschrieben, ob es uns gut geht, ob es recht tragisch ist und wie wir da durchkommen durch diese Zeit. Und es war überhaupt keine Hitzewelle, nicht einmal annähernd davon. Ganz normal warm, angenehm. Und natürlich ist Spanien sehr groß, also betrifft es wiederum niemals ein gesamtes Land, wenn dann einzelne Teile. Und das ist auch fraglich, ob das stimmt. In den Medien werden sehr oft Meldungen einfach so wiederholt, aus welchem Grund auch immer, und nicht aktuelle Fotos verwendet, die einige Jahre alt sind. Und das wird dann zusammengefügt zu irgendeinem Bericht mit einer marktschreierischen Schlagzeile. Also da einfach sehr genau hinhören. Wie wird etwas gesagt und ist es richtig? Wo kann ich das überprüfen? Nicht nur im Internet natürlich, weil da sammeln sich ja auch dann diese Nachrichten, die nicht unbedingt richtig sein müssen, sondern vielleicht kann man sich erkundigen bei Menschen, die Bescheid wissen, die man kennt und so weiter. Das ist jedenfalls die Aufforderung von uns. Der Pluto ist sehr wichtig, weil er Herrscher vom Aszendent ist hier. Und auch hier mit dem Gespür, Neptun in 4, wieder das eigene Bauchgefühl, die Intuition einzusetzen, da ist man auf der sicheren Seite. Und mit Pluto Mond Quadrat hier herausfordernder Aspekt, die Bedingungen zu hinterfragen. Und dieser Druck, der hier ausgeübt wird, schlägt sich aufs Gemüt, schlägt sich auf den Magen, da auch gut darauf zu achten, sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Das Schöne ist, Mond ist das eigene Gefühl, Mond ist auch das Volk. Und hier sehen wir von Mond nicht nur diesen Herausforderungsaspekt zu diesen Propagandameldungen, sondern auch eine sehr schöne Komponente, und zwar Grad genau 0 Grad, 0 Grad, Sonne und Mond in harmonischer Verbindung, weibliche und männliche Anteile in einem selbst, da wieder mehr darauf zu achten, auf den eigenen Lebensrhythmus hier im sechsten Haus, sich gut hineinzuspüren, was passt. Und es hat zu tun mit den Finanzen und mit den Wertigkeiten, die sich verändern werden. Denn das Ziel des ganzen Jahres ist es, mit MC Jungfrau eine neue Ordnung zu finden, gut Haus zu halten mit den eigenen Ressourcen. Und es sind nicht nur die Ressourcen des Körpers und der Seele gemeint, sondern auch die finanziellen Ressourcen, denn Merkur steht im zweiten Haus. Das zweite Haus sind die Finanzen und der Besitz. Deshalb hier einen sehr guten Draht dazu, noch einmal mit Rückläufigkeit
zurückzugehen, zurückzuschauen, gut zu überprüfen, was brauche ich wirklich, was ist mir etwas wert, welche Werteskala habe ich, welcher Wert ist höher, welcher ist niedriger, das darf sich ja im Laufe des Lebens verändern. Und gerade wenn schwierige Zeiten sind, ändert sich das natürlich und das neu anzupassen. Es ist eine gute Zeit, die nächsten Monate das wirklich gut zu schaffen, wenn man auf den eigenen Rhythmus hört. Und hier hat es auch zu tun mit der Arbeitsstelle und den Arbeitsmethoden im sechsten Haus, die nochmal zu überprüfen, ob das passend ist für alle, die berufstätig sind. Und für alle anderen sind es die Lebensbedingungen, die noch einmal gut zu durchdenken. Was möchte man denn wirklich machen und was ist einem etwas wert? Hier geht es schon mal um die Wohnsituation, um den Besitz. Eigentumswohnung, Haus und so weiter, es ist die richtige Form für einen selbst. Gibt es da andere Möglichkeiten, was zu machen? Und der Mond hier, auch in guter Verbindung auch mit dem Saturn, Saturn an der Spitze des vierten Hauses, kurz davor, man zieht ihn dann hinüber in diesen Lebensbereich. Das heißt, ein Stopp, ein Innehalten. Saturn stoppt vorerst immer, um eine Innenschau zu halten. In dem Fall geht es wirklich hier um den Wohnbereich, um die Wohnsituation. Ist die Wohnsituation mit den Lebensbedingungen kompatibel? Wie kann ich mehr Heimatbewusstsein entwickeln? Auch das ist eine Aufforderung. Es ist ja so, dass gerade hierzulande die eigenen Wurzeln, die eigene Heimat, dass nicht so viel Augenmerk gelegt wird, verloren gegangen ist. Man hatte sich mehr nach außen orientiert und jetzt ist wieder eine Zeit, sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, zu schauen, wo gibt's im eigenen Land oder in der eigenen Region oder wo man sich zugeordnet fühlt. Wo gibt's da besondere Plätze zum Beispiel, um Energie zu tanken? Oder was gibt mir Halt? Was sind meine Wurzeln? Auch familiär. Die letzten Jahre waren auch für Familien sehr schwierig, nochmal neu zu definieren. Wer oder was ist Familie für mich? Wer gehört für mich dazu? Wo fühle ich mich wohl? Wo habe ich meinen Platz? Eine sehr wichtige Frage in der Familie, aber auch zu Hause. Die Wohnsituation spiegelt ja die innere Situation wider. Und hier einen Schlussstrich zu ziehen mit Saturn, geht es immer darum, im Hinblick auf weitere Jahre zu schauen, mit wem möchte ich Kontakt haben. Und mit wem nicht, das auch abzuschließen, wenn es hier Kontakte gibt, die nichts bringen, die keine Augenhöhe ermöglichen. Und andererseits gibt es vielleicht jemanden aus der Familie, mit dem man den Kontakt stabilisieren möchte. Auch dafür steht der Saturn. Einfach den richtigen Platz in der Familie finden. Und man ist nicht abhängig von anderen, sondern das für sich selbst festzulegen und sich selbst Raum zu geben. Wie vorhin erwähnt, ist der Uranus sehr wichtig, denn das ist der einzige Planet, der ins Licht führt, der uns neue Impulse liefert und der steht im siebten Haus im Bereich der anderen, der Partnerschaft oder auch der Begegnungen, der Kooperationen und hier die Verbindung von Uranus mit Venus, die Achse 1-7, das ist die Achse Ich-Du, also in der Begegnung und da geht es um Geld, um Besitz nochmal mit der Venus. Ist ein großes Thema. Hier auch unkonventionelle Wege gehen, nicht zu langfristig und zu lang zu planen, sondern die kurzen und kurzfristigen Impulse zu nützen. Mit Uranus geht es darum, sich mehr auf die Intuition verlassen, wieder das eigene Bauchgefühl zu trainieren, zu beachten. Und hier hat ja Venus auch einen positiven Aspekt zu Neptun im vierten Haus. Das bedeutet wieder die Intuition, auf die Intuition hören, auf das Bauchgefühl sich mehr führen lassen. Dazu braucht es auch Zeit, Ruhe. Dazu braucht es einen Platz auch zu Hause, wo man sich zurückziehen kann, für sich sein kann, mit Saturn ganz klar diese Voraussetzungen zu schaffen, damit man Schritt für Schritt die Intuition wieder hört. Sie verschwindet ja nicht. Das ist ja ein Geburtsrecht eines jeden Menschen, intuitive und visionäre Veranlagung, das hat jeder, nur wird es bei manchen dann ab einem bestimmten Alter nicht mehr eingesetzt oder ist nicht erwünscht. Und so kann man das wieder trainieren, wieder hervorholen. Man verlernt es nicht, aber man muss die Voraussetzungen schaffen, diese Ruhe und dieses nicht zu so sehr beeinflussen lassen hier von Nachrichten, Fernsehen und so weiter, sondern das wirklich einmal wegschalten und abschalten, Handy weglegen und sich zurückziehen für eine gewisse Zeit.
um einfach nur hineinzuspüren, einfach nur zu sein, nicht mit Druck, was sehe ich jetzt, was spüre ich jetzt, sondern sich wirklich einmal nur die Zeit zu lassen und die Seele baumeln lassen, ein paar Minuten vielleicht für den Beginn und dann wieder ins Alltagsgeschehen zurückzukehren, um diese Zeiten immer wieder mehr auszudehnen, damit das Innere merkt, aha, ich bin interessant, ich möchte gehört werden, die Intuition ist eine leise Stimme, Pluto in 3 ist furchtbar laut. Und daher gehört da ein Wechsel, damit dieses leise, diese leisen Impulse wieder hervorkommen. Und das kann dann sehr rasch gehen, auch gerade mit Uranus. Und das einzusetzen für die eigenen Werte, für den Besitz, für die Geldangelegenheiten, denn die sind durch die Venus hier im ersten Haus Priorität für dieses Quartal. Wir kommen jetzt zum Unterschied zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier siehst du das Horoskop von der Schweiz. Und der Unterschied zu den anderen beiden Ländern ist, dass die Wintersonnenwende hier für die Schweiz einen anderen MC ergeben, das heißt ein anderes Ziel. Hier siehst du MC Jungfrau, hier auch und hier ist Löwe. Daher ist nicht der Merkur zuständig, so wie ich vorhin beschrieben habe, sondern im Fall der Schweiz die Sonne, das Sonnenzeichen. Aber sowohl Merkur und Sonne, beide stehen im zweiten Haus und haben einen Bezug zu den Finanzen, die sehr wichtig sind für alle drei Länder. Und hier wird vermehrt Augenmerk darauf gelegt, auf Investitionen im eigenen Land mit Saturn-Sonne hier, Ressourcen sich zu erschließen, die es hier gibt. Und speziell in der Innenpolitik großes Augenmerk darauf zu legen, wieder zu den Wurzeln zurückzukommen, sich nicht so sehr nach außen zu richten, sondern die inneren Werte mehr zu forcieren, was ja grundsätzlich der Schweiz besser gelingt als den beiden anderen Ländern. Wir sehen hier Aufbruchsstimmung mit Uranus entweder direkt am Deszendent oder auch schon im siebten Haus. Bei allen drei Ländern ist es gleich. Der Uranus ist das Freiheitspotenzial, die Individualität, die wieder mehr aktiviert wird, die wieder mehr ins Interesse und ins Licht rückt. Denn es ist der einzige Planet, der im Licht ist, im oberen Teil des Horoskops und bei den Menschen ankommt. Beziehungen spielen eine wichtige Rolle und auch neue Beziehungsformen, die entdeckt werden. Auch wie wir schon gesehen haben, das Wohnen ist eine wichtige Information, sich auch zu überlegen, wie könnte man anders zusammenwohnen, miteinander wohnen, Wohnformen finden, wo sich Menschen selbst organisieren und somit auch finanziell die Ressourcen besser nützen und trotzdem ihren eigenen Platz in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe haben. Da entstehen sehr viele neue Ideen und neue Formen. Das wird forciert oder dort sollte auch das Licht und das Augenmerk hingelenkt werden, um aus dieser Panikmache und aus diesem Druck und den ständigen Teuerungen, die ja weitergeführt werden, zu entkommen oder Möglichkeiten zu finden, damit der Druck nicht so stark auf dem Einzelnen lastet. Was sehr interessant ist, und es betrifft alle drei Länder, ist diese Form hier, wenn du die blauen Linien mitverfolgst, dieses Dreieck, das große Dreieck und hier ein kleines Dreieck unten dran. Das nennt man das Auge Gottes und der kosmische Fingerzeig. Der zeigt genau auf den Saturn. Der Saturn ist sehr, sehr wichtig und Saturn kurz vor der Spitze 4 oder direkt in 4, so wie es jetzt bei allen drei Ländern dann ist, heißt, die eigenen Werte im eigenen Land wieder zu schätzen, sich bewusst zu werden, Traditionen wieder aufleben zu lassen, die die Verwurzelung stärken, das zum einen und das andere, den Uranus zu nützen. Das sind ganz neue Ideen, ganz neue Zugänge und Impulse. Beides, dass es kein Widerspruch ist, das Althergebrachte, die Tradition, das Bewusstsein. Es hängt ja auch mit Selbstbewusstsein zusammen, im eigenen Land als Bürger, als Mensch eine Rolle zu spielen oder eben nicht. Und dann selbstbewusst diese neuen Ideen zu kreieren, sich zusammenzuschließen mit Menschen, die ähnlich denken und hier ganz tolle Lebensformen zu finden, die wesentlich besser geeignet sind für die Einzelnen, wo dann die Staatsführung keinen so großen Einfluss ausübt oder beziehungsweise jetzt auf jeden Fall noch nicht. Bevor wir jetzt gleich zu Tipps kommen, wie du das fürs persönliche Horoskop umsetzen kannst, zum einen ein großes Danke an euch für die tolle Unterstützung in diesem Jahr, für die vielen Abos und Likes und das Weiterteilen. Vielen, vielen Dank. Und zum anderen die Bitte an diejenigen, die öfter zusehen, denen der Inhalt gefällt, den Kanal auch zu abonnieren
Und sich bewusst zu sein, dass jede Reaktion, jedes Like, jeder Kommentar gezählt wird vom Algorithmus, wodurch ich dann mit meinen Informationen mehr Menschen erreiche. Großes Danke dafür. Und es gibt ja dann noch eine Überraschung, die ich für alle habe, die mir so sehr die Treue gehalten haben in diesem Jahr. Zum Uranus ist noch zu sagen, dass ich über Uranus schon einige Videos gemacht habe. Ich verlinke dir die aktuellen Videos am Ende des Videos und auch in der Videobeschreibung, wenn du auf Mehr klickst, unterhalb vom Video, also zwischen Video und Kommentaren, dann kommst du zu dieser Auflistung. Und wir sehen uns jetzt an, wie kannst du diese Informationen für das Quartal 2023-24 jetzt nützen für dich? Da könnten wir uns ansehen, das ist ja das mondane Horoskop, wo fällt denn der Uranus, der jetzt auf 19, 20 Grad ungefähr ist, im Zeichen Stier, wo fällt der hin in deinem Geburtshoroskop? Das heißt, in welches Haus fällt dieser Uranus? Hier ein Beispiel. Das ist ein Radix, also Geburtshoroskop einer Klientin von mir. Sie könnte nachsehen, welches Haus, welcher Lebensbereich wird denn aktiviert bei ihr durch den Uranus, den wir jetzt als Lösungsmöglichkeit präsentiert bekommen haben vom Quartalshoroskop. Wir schalten uns im Außen die jetzige Zeitqualität dazu und sehen hier, dass Uranus aus dem mondanen Horoskop, aus der jetzigen Zeitqualität in ihr fünftes Haus hineinfällt, am Ende des fünften Hauses. Was bedeutet, wo ist diese Reform, dieses neue Prinzip, dieses Ausprobieren, was Neues ausprobieren, wo kommt es bei ihr zu tragen? Das fünfte Haus ist die Selbstständigkeit, wenn jemand beruflich selbstständig tätig ist. Und es betrifft auch die Lebensfreude, die Kreativität. Das heißt, mit Uranus hier ganz neue Impulse einzusetzen, in ihrem Fall ganz was Neues auszuprobieren, einmal nicht 0815, sondern wirklich neue Materialien zum Beispiel zusammensetzen, wenn es um eine künstlerische Tätigkeit geht. Und mit Uranus in 5, wenn sie selbstständig ist, geht es darum, ganz neue Impulse zu setzen. Uranus ist zum Beispiel auch das Internet, das sind die neuen Techniken, also auch diese Zugänge zu nutzen oder sich zu überlegen, wie könnte ich das einsetzen für meine Tätigkeit, noch mehr forcieren, etwas ums Eck denken, auch projektmäßig das Ganze aufzuziehen und nicht so sehr in einem Block geplant. Also es kommt mehr Bewegung hinein, mehr Frische, mehr Wind. Jetzt ist interessant, wo fällt denn bei dir Uranus mit 19 oder 20 Grad ungefähr in dein Horoskop? Bitte beachte dabei, dass man diese Striche, also 30 Grad hat jedes Zeichen, immer gegen den Uhrzeigersinn zählt, also nicht von dieser Richtung, sondern hier herauf zu zählen in deinem Grundhoroskop. Wo sind denn die 19 oder 20 Grad und in welches Haus bei dir fällt denn der Uranus? Wenn du möchtest, schreib es in den Kommentar. Ich werde dir eine Kurzdeutung dazu geben. Was bedeutet es? Uranus aktiviert dein siebtes, neuntes, erstes, welches Haus auch immer. Schreib es gern hinein. Ich werde schauen, dass ich es schaffe, dass ich jeden zurückschreibe. Du hast also jetzt so ein Gefühl bekommen dafür, was ist wichtig in diesem Quartal. Wenn du möchtest, schreibe es auch in den Kommentar, eine kurze Zusammenfassung von dir. Das hilft einem selbst sehr, in zwei, drei Sätzen das auszudrücken, das Wichtigste für einen, um sich besser zu fokussieren, um das noch einmal mit eigenen Worten für sich zusammenzufassen. Lass es uns gerne wissen. Das aktiviert auch wieder unsere Community, weil es verschiedene Leute lesen und dann man ja wieder einen Denkanstoß, eine wertvolle Anregung bekommen kann durch die anderen. Das entspricht ja auch Uranus im siebten Haus in einer Gemeinschaft, in einer Community, Impulse Uranus zu bekommen, ganz neue Sichtweisen. Die dürfen durchaus auch verrückt sein, im Sinne aus der Mitte gerückt. Und apropos Uranus, Uranus gehört ja zum Zeichen Wassermann und da wandert jetzt im Jänner der Pluto hinein. Zu dieser Thematik, zu dieser ganz neuen Luftepoche gibt's in Kürze ein neues Buch von mir. Ich werde es euch dann wissen lassen, wenn es soweit ist. Davor ist jetzt noch der Jahreswechsel und da habe ich ein Geschenk für dich vorbereitet. Wenn du Uranus kreativ sein möchtest, etwas Neues ausprobieren willst, auf ganz individuelle Art und Weise etwas bearbeiten möchtest, so gibt es das neurokreative Zeichnen, das ich entwickelt habe. Da wiederum gibt es einen Ablauf, um sich auf das neue Jahr zu fokussieren. Ich habe diesen verbunden mit den astrologischen Häusern und Feldern, also die Bedeutung der einzelnen Lebensbereiche.
Lebensbereiche, diese auf ein Blatt Papier zu bringen und dann neurokreativ, also beide Gehirnhälften nützend für Intuition, für Visionen, das zu bearbeiten, dir die Zeit zu nehmen, dich zu fokussieren auf dein neues Jahr. Was soll denn enthalten sein 2024 für dich auf jeden Fall? Und jeden Lebensbereich gehen wir da durch. Das Ganze gibt's auf Video. Ich führe dich da Schritt für Schritt durch. Du brauchst nicht zeichnen können, du brauchst keine künstlerische Voraussetzungen. Du brauchst nur Papier und Stifte und die Offenheit, sich was Neues anzusehen und einen neuen Zugang auszuprobieren. Es entsteht dann ein ganz individuelles Bild für dich, für dein Jahr 2024, das dich begleiten kann. Ich blende dir hier einige Beispiele ein von den letzten Jahren. Und damit es für alle möglich ist, teilzunehmen, habe ich das Video reduziert. Bis einschließlich 01.01.2024 am Abend ist es erhältlich zum halben Preis. Und den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und du kannst dir das ganz einfach herunterladen, in deinem Tempo dann anfertigen und dir ein eigenes Bild machen. Wenn du dir vorher das neurokreative Zeichnen etwas genauer ansehen möchtest, komm doch auf meinen Kanal Neurodings. Dort gibt es viele kostenfreie Infos und Videos, Anregungen, kreative Möglichkeiten. Komm gern vorbei und schau mal, ob das etwas für dich ist. Das war für heuer, für 2023, mein letztes Video. Vielleicht schaffe ich es noch, einige Shorts zu machen, diese Kurzvideos. Wir sehen uns gerne wieder am 01.01.2024 mit einer Vorausschau auf das neue Jahr. Hier hatten wir jetzt die Quartalsenergie, die hineinwirkt bis ins neue Jahr. Dann gibt es natürlich noch einen Überblick über das gesamte 2024. Und so starten wir, wenn du möchtest, gemeinsam gerne in das neue Jahr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Jahresausklang mit einer tollen Rückschau für dich, mit der Entscheidung, was möchtest du loslassen, was brauchst du 2024 nicht mehr und auch mit dem Vorausblick, was möchtest du gerne einladen in dein neues Jahr. Und ich werde euch weiter begleiten, sofern es meine Zeit zulässt, auf dem Weg durch das neue Jahr. Freue mich schon sehr darauf. Vor allem auch, weil ich so viele Rückmeldungen bekomme, die sehr motivierend sind, sehr wertschätzend und positiv. Das macht natürlich dann doppelt so viel Spaß, die astrologischen Sichtweisen in die Welt zu bringen. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten spannenden Video. Silvia von Astrodings.